Wunderschönen Menschen, herzlich willkommen auf dem Kanal PS-Blick. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit unserem E34 und E32 Spezialisten, dem Philipp. Hallo. Und E32 das Stichwort, denn hier steht eine Ode in Gletscherblau Metallic. Das ist dein ganzer Stolz, dein BMW E32. Und dieses Video ist für euch, wenn ihr sagt, ich möchte auch einmal im Leben so ein Auto fahren. Wer weiß, wie lange wir es noch können, wer weiß, wie lange wir es noch leisten können. Oder von euch vielleicht auch sagt, ist mir eigentlich scheißegal, ich lasse mir das Autofahren nicht verbieten. So ein Auto ist so schön und so monumental, sowas will ich unbedingt mal haben. Oder wollte ich vielleicht schon immer mal haben und habe jetzt das richtige Video gefunden. Dann seid ihr hier natürlich genau richtig, denn wir erzählen euch, worauf man achten sollte, beziehungsweise was wäre so das Erste, was man wissen soll. Ja, man sollte sich vielleicht entscheiden, will man Langversion, will man Kurzversion und welche der drei Motorenfamilien wäre etwas für einen. Also der klassische BMW Reihen 6-Zylinder, der M30, der ich glaube 68 debütiert ist. Dann die 92 neu erschienene M60 Motorenfamilie, V8 Motoren. Ja. Relativ kurze Bauzeit vom Facelift 92 bis 94 nur. Oder ob man natürlich den ersten Nachkriegs-12-Zylinder Deutschlands will, den 5 Liter V12 mit 300 PS, der damals 87 auf den Markt kam und eingeschlagen ist wie eine Bombe. Zu Recht, glaube ich. Ja. Denn erstmal, ihr merkt schon, hier sind wirklich Meilensteine in dieser Baureihe BMW 7er, gebaut von 86 bis 94 übrigens. Und mit dem ersten Nachkriegs V12 hat BMW ja auch Mercedes sozusagen Schnippchen geschlagen. Die V8 kam tatsächlich erst viel, viel später. Es waren, glaube ich, BMWs erste V8 nach 29 Jahren wieder. Ich glaube, seit, ich glaube, 63 haben sie aufgehört, den Barockengel zu bauen und dann 29 Jahre, ja. Das ist krass. Also die Baureihe E32 hat, vielleicht kann man das so sagen, den Grundstein gelegt für ganz, ganz vieles, was man danach in jeder 7er Baureihe gehabt hat. Wir haben ja hier im speziellen Beispiel in M60 V8 auch relativ moderne Motoren schon mit Vierventiltechnik damals. Worauf muss man achten, wenn man sich so ein Auto kauft? Also die Motoren sind an sich relativ problemfrei. Die einzige große bekannte Schwachstelle, die die haben, ist die Ölpumpenschrauben, dass die sich lockern über die Jahre und rausfallen. Da sollte die kleine Ölwanne mal entfernt werden und das kontrolliert werden, beziehungsweise die Schrauben einmal entfernt werden und mit Loctite oder Schraubensicherung wieder eingesetzt werden. Ansonsten laufen diese Motoren relativ problemfrei. Es kann sein, dass man nach ein paar Jahren mal eine defekte Zündspule hat oder mal eine Ventildeckeldichtung wechseln muss, aber keine großen generellen Schwachstellen. Und wie ist das mit der Reparaturfreundlichkeit? Kann man das selber machen? Also Ventildeckeldichtung und Zündspulen, sowas kann man selber machen. Was beim V8 relativ fummelig ist, ist, wenn man jetzt in Richtung Krümmer agieren muss oder Servolenkung, weil der V8 natürlich durch den Bankwinkel von 90 Grad und die breiten Vierventilzylinderköpfe sehr breit im Motorraum baut. Ansonsten, ich glaube, Verfügbarkeit der Ersatzteile, was so klassische Verschleißteile angeht, ist typisch BMW, da dürfte es eigentlich alles geben, oder? Das ist relativ gut, ja. Wenn wir über die Karosserie sprechen, die kleinere Baureihe BMW E34, der übrigens 2 Jahre später erschienen ist, also erst der 7er und dann der 5er, deshalb hat sich der 5er auch am 7er orientiert, der hat also diese typischen Schwachstellen an den Kotflügeln, an den Schwellern, an den Türunterkanten. Haben wir die hier auch alle oder haben wir da vielleicht noch was 7er spezifisches? Also der Schweller ist beim 7er besser gelöst, weil er nochmal Kunststoff verkleidet ist und damit nicht so korrosionsanfällig wie beim 5er. Kotflügelrost ist relativ selten beim 7er, findet man auch mal ab und zu. Aber was der 7er auch als Schwachstelle hat, ist, wenn du ein Schiebedach hast, können auch die vorderen Wagenheberaufnahmen gerne rosten. Weil die Abläufe vermutlich auch im Schweller enden. Genau. Ja. Die sieht man auch bei dem Fahrzeug sehr gut, die Wagenheberaufnahmen, weil es ein helles Fahrzeug ist und das unten hervorsticht. Mit den Schwellerverkleidungen, da, gerade wenn Fahrzeuge Plastikverkleidungen haben, sagt man ja oft, das ist gefährlich, weil sich das Wasser da drin sammeln kann. Passiert das beim 7er auch? Also es schadet nicht, die Verkleidung mal zu demontieren und sich das Ganze anzuschauen, aber es ist nicht eine große bekannte Schwachstelle. Wäre sonst an der Karosserie noch was oder ist die für 80er-Verhältnisse solide?
für 80er-Verhältnisse ist die solide. Was wir natürlich hier beachten müssen, was dasselbe Thema ist wie beim E34, die Türunterkanten. Ja. Da sind aufgesteckte Leisten drauf. Da bleibt das Wasser drin stehen. Hier beziehungsweise, wenn die Leisten aufgesteckt werden im Berg, sagen auch manche Leute, wird der Lack von der Kante natürlich beschädigt. Schön, ja. Wo man auch wieder sozusagen Probleme kriegt mit. Also vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, die dann mal abzunehmen, zu kontrollieren und nicht erst, wenn der Rost oben rausblüht, weil ich glaube, dann ist es für die Unterkante der Tür schon zu spät. Na, du siehst irgendwann, dass der Rost hochkommt und dann musst du handeln. Also das ist dann meist noch schaffbar mit Rausschleifen und Korrosionsschutz und so weiter. Mhm. Aber die Leisten müssen natürlich dann erneuert werden, weil wenn du die entfernst, sind die krumm. Ja. Da ist ein Metallprofil drin, wenn du die Leiste abmachst, ist die ein Bogen. Ansonsten haben wir beim SEMA ein Auto aus der Luxusklasse, das heißt, wir haben teilweise schon relativ viel Ausstattung drin. Gibt es da irgendwas, wo man jetzt vielleicht von abraten könnte oder irgendwas, was in der Hinsicht anfällig ist? Na, generell muss man sagen, alles, was du an Ausstattung drin hast, kann natürlich irgendwie kaputt gehen. Mhm. Wenn du relativ überschaubare Wartungskosten willst, solltest du dir ein einfach ausgestattetes Fahrzeug suchen. Also jetzt zum Beispiel ein Reihensechser mit wenig Ausstattung, weil bei den größeren Motorisierungen oder generell bei den Langversionen zum Beispiel hast du immer eine Niveauregulierung an der Hinterachse. Ja. Da kannst du natürlich Probleme kriegen mit den Niveaudämpfern, mit dem Druckregelventil, mit den Leitungen am Unterboden, die genauso wie Brems- und Benzinleitungen rosten, ja. Was man kontrollieren sollte. Genauso solche teuren Ausstattungen wie es gab ein EDC-Fahrwerk, was du umschalten konntest zwischen Sport und Komfort. Wenn du da 4 neue Stoßdämpfer haben willst, da bist du auch ein Vermögen los. Und da ist natürlich die Frage, braucht man das überhaupt? Ja. Also wenn das konventionelle Fahrwerk auch gut fährt, warum? Also. Ja. Ansonsten zum Thema, braucht man das überhaupt? Kleine Anekdote von mir. Wir haben ja hier ein Fahrzeug mit Lederausstattung. Ich finde, das sieht wirklich immer noch ein Ticken edler aus. Ich selber bin aber ein ganz großer Fan von dem Samtvelour, welches im SEMA auch gab, weil das ist so schön flauschig und heizt sich im Sommer nicht so besonders auf. Na, also da seid euch dessen bewusst, Leder sieht natürlich edler aus, ist aber glaube ich auch pflegeintensiver. Gerade bei 30 Jahren alten Lederausstattungen, wenn er noch keine Hand angelegt hat, sind die teilweise ziemlich verranzt. Ja, Leder braucht halt Pflege. Ja. Also dafür ist es aber auch, ich finde, robuster als ein Stoffsitz. Okay. Also du kriegst halt aus einem Leder auch Verunreinigungen rausgereinigt, die du in einem Stoffsitz vielleicht nicht mehr rauskriegst. Das stimmt natürlich. Also wenn eure Freundin Cola verschüttet hat, überlegt euch, ob ihr dann die Freundin tauschen müsst oder das ganze Auto. Beim Leder ist die Wahl vielleicht ein bisschen einfacher. Eine Besonderheit wollte ich euch noch zeigen. Finde ich ganz spannend, dass der SEMA das schon hat. Und zwar Soft Close an der Heckklappe. Also wir reden hier über, gab es das von Anfang an, 86? Das gab es nicht von Anfang an. Ich kann dir aber nicht genau sagen, ab wann das kam. Ob das zum Facelift kam oder es gab so ein kleines Facelift, wird das manchmal bezeichnet, irgendwann Ende 89 oder 90. Hm. Das kann ich dir nicht sagen, wann das kam. Ja. Ja, so ein Thema, was beim 7er auch kontrolliert werden sollte, ist die Korrosion an der Heckklappe tritt auch häufiger auf. Da sollte man kontrollieren, dass die Kante von der Heckklappe rostfrei ist und um die Kennzeichenleuchten rum, dass man da eine gute erwischt. Weil es wird auch langsam schwer, gute Teile zu finden. Weil ganz ehrlich, warum sollte man ein Auto, was rostfrei ist, schlachten, um ein anderes zu retten, ja. Wo vielleicht schlechte Türen oder eine schlechte Heckklappe dran ist? Es wäre einfacher, andersrum zu machen. Die Technik dann, das rostfreie Auto einzubauen. Ja, das Auto zu retten, was die gute Karosserie hat. Ja, vielleicht so generell wie schon beim Fünfer, das Mittel der Wahl, lieber ein rostfreies Auto mit pflegebedürftiger Technik suchen und die Technik instand setzen, als ganz viel Geld beim Karosseriebauer zu lassen. Besten wäre natürlich, wenn man beides gleich hat. Ja, aber ich glaube, das ist entsprechend teuer. Ne? Ja. Das, also für die, klar, wenn das keine Rolle spielt, natürlich bestmöglichen E32 suchen, so ein Auto wird definitiv nicht weniger wert. Und dann für einen bestmöglichen E32 sollte natürlich Türverkleidung, Dachhimmel, auch in einem entsprechend schönen Zustand sein. Wir haben hier die Besonderheit, wir haben ein Auto wirklich außen blau, innen blau.
mit blauen Armaturenbrett und allem. Jetzt glaube ich, das ist eine relativ seltene Kombination. Ja, also das Fahrzeug ist auch mal ein Vorführer gewesen und ich denke, da hat man sich mal was getraut, wobei die Kunden da eher immer ein bisschen zaghafter waren und eher schwarze oder anthrazitfarbene Autos bestellt haben. Da muss man natürlich aber auch sagen, wenn man hier Innenausstattungsersatzteile braucht, das ist getreu dem Motto Henry Ford bei BMW. Du kannst alle Teile haben, die du willst, solange sie schwarz sind. Also gerade für farbige Innenräume, ich weiß nicht, ob es da sogar noch was außer Blau gab. Ja, na klar. Also es gab ja diverse so Creme- oder Sandtöne. Mhm. Was sehr schön ist, es gab auch Rot- oder graue Töne. Ja. Da gab es einiges, ja. Aber die sind entsprechend schwer zu kriegen. Ja. Ja. Es gab sogar eine relativ individuelle Farbkombination. 1993 gab es eine Sonderserie, die war außen weinrot und hatte innen grünes Leder. Das ist ja auch interessant. Also falls jemand mal so ein Auto hat, schickt mir mal vielleicht gerne ein Foto per E-Mail oder bei Instagram. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, wie das wirkt mit grünem Leder. Das klingt irgendwie vegetarisch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich auf jeden Fall. Danke dir. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne, schreibt in die Kommentare, schreibt bei Instagram. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ich fand das cool, ich habe hier auch was gelernt, bitte unbedingt das Video liken, den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Dann sieht auch der YouTube-Algorithmus, dass ihr das feiert, dass ihr das gut findet. Und wenn ihr meine Arbeit hier mit dem Kanal insgesamt unterstützen wollt, es gibt unter dem Video einen PayPal-Link von jedem von euch, dem es nicht wehtut. Freue ich mich da über jede einzelne Spende. Verspreche, es wird zu 100% reinvestiert in die Videos und in die Projekte natürlich, die es hier auf dem Kanal sonst noch zu finden gibt. Ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall aufs Fahren, jedes Mal aufs E32 fahren und für euch alles Gute, wenn ihr so ein Auto sucht. Jetzt habt ihr ein Werkzeug mehr, was euch vielleicht dabei hilft und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wiedersehen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, ich habe euch lieb. Ciao.